Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Folge der Reihe Erfolg beginnt im Kopf. Ich freue mich heute, hier in Berlin zu sein bei der Alpha Sports United. Und ja, dieses Thema Erfolg beginnt im Kopf befasst sich mit wichtigen Dingen, die sich letztendlich unterhalb der Wasseroberfläche befinden. Ich mache es immer wieder an einem Beispiel, wie auch in meiner ersten Folge. Stellen Sie einfach mal vor, wir fahren mit einem großen Schiff auf einen Eisberg zu. Und was sehen wir? Wir sehen den Eisberg und wir sehen letztendlich alles das, was oberhalb der Wasseroberfläche ist. Aber der Eisberg geht halt unter der Wasseroberfläche weiter. Und ich finde, wir haben heute wieder ein ganz, ganz spannendes Thema und das betrachtet genau den Eisberg unterhalb der Wasseroberfläche. Denn wir sprechen heute über das Thema Absicherung im Profisport. Und mich freut es ganz besonders, Mike, dich dafür als Gesprächspartner zu haben. Denn ich denke, viele kennen Mike Franz. Langjähriger Bundesliga-Profi, 200 Erstligaspiele gemacht, viel erlebt in deiner Karriere, danach ins Management gegangen. Also du hast viel für Erfahrungen gesammelt. Und ja, was du heute machst, wirst du uns natürlich gleich auch mitteilen. Und warum wir gerade mit dem Thema Absicherung im Profisport auf dich zukommen, wirst du uns das sicherlich gleich auch selbst mitteilen. Von daher freue ich mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns über das Thema zu sprechen und würde einfach mal vorschlagen, ein paar Worte an die Zuschauer zu richten, wer bist du und ja, was hast du aktuell mit Absicherung im Profisport zu tun? Ja, erstmal vielen Dank für die Einleitung. Habe ich gesehen, deine erste Folge mit dem Eisberg war damals schon ein passendes Beispiel und passt auch jetzt. Ja, mein Name ist Mike Franz. Hast du jetzt gesagt, ich habe roundabout 14 Jahre Profifußball gespielt, davon 12 Jahre in der ersten Liga und 2 Jahre in der zweiten Liga. Musste dann leider verletzungsbedingt meine Karriere beenden aufgrund eines Kreuzbandrisses und den Nachfolgen. Und ja, habe dann 4,5 Jahre in Magdeburg im Management gearbeitet, war dann am Ende dort sportlicher Leiter und hatte somit auch die Möglichkeit, mal auf die andere Seite zu gucken, weil als Spieler hat man den Einblick, aber wenn man dann auf der anderen Seite steht, sieht man erstmal, wie komplex das ist und wie sehr die Zahnräder ineinander greifen müssen, damit man auch dann erfolgreich ist. Und ja, du hast es angedeutet. Ich hatte in der Tat, du fragst, warum Thema Absicherung heute hier in Berlin und warum bei dir. Ich denke, dass ich ja jemand bin, der gerade auch den Zuschauern, Zuschauerinnen relativ, nicht relativ, sehr viel erzählen kann über dieses Thema, ja, einer Beratung, Betreuung, aber auch Versicherung, weil ich selber letztendlich viele Verletzungen hatte. Ich glaube, ich hatte am Ende meiner Karriere 11 Verletzungen, die dann doch schwerwiegender waren. Natürlich immer wieder mal kleine muskuläre Probleme, aber die zähle ich jetzt mal nicht mit. Aber ob das der Fußbruch war, ob das der Nasenbruch war, die Schulter ausgekugelt, Kreuzbandriss, Bauchsehne abgerissen. Also da waren so viele Sachen, ja, mit denen ich ja auch gar nicht gerechnet habe, die aus nichts kamen. Und deshalb war es dann einfach auch wichtig oder ist es extrem wichtig, auch gut abgesichert zu sein. Ich denke, du hast viele Fragen vorbereitet. Da werden wir ja dann noch im Detail dann auch noch dann reingehen in diese Themen. Aber deshalb sind wir jetzt hier, um uns einfach mal auszutauschen, auch dann den allen daran teilhaben zu lassen, ja, dass man auch mal vielleicht einen anderen Blickwinkel auf verschiedene Sachen mitbekommt. Und von daher finde ich es echt cool, dass ihr das aufbaut, denn es ist hilfreich. Man kann sich dann jetzt auch darüber informieren, wer möchte, kann sich das anschauen. Und ich denke, gerade auch aus dem ersten Workshop kamen schon viele coole Informationen, weil auch ich bin ein Riesenfan von Mentaltraining. Ich kann nicht verstehen, dass man heutzutage immer noch nicht darauf zurückgreift, weil das ist eigentlich der Baustein, mit dem man, ja, wo eigentlich noch Brachland ist, wo sich kaum jemand mit beschäftigt, aber wo das größte Potenzial liegt. Ja, wir alle, wir wissen, wie viel Pässe wir schlagen, wie viel wir laufen, wie viel wir wiegen, was wir essen müssen und alles Mögliche. Aber was machst du im Kopf? So, also da kümmert sich kaum jemand drum. Und deshalb glaube ich, dass perspektivisch da die größte Möglichkeit liegt, auch noch ja, Potenziale auszuschöpfen. Aber ist jetzt nicht unser Thema. Wir haben ein anderes Thema. Und eins muss ich mal versprechen: Wenn ich zu viel labere, dann sagst du einfach Stopp. Weil ich bin das gewohnt, viel zu reden. Oder ich rede viel, manchmal zu viel. Aber fangen wir einfach mal an. Also auf jeden Fall haben wir da schon mal was gemeinsam. Gut, dann sitzen wir 3 Stunden noch hier. Ich habe die gleiche Hast Stärke. du genug Speicherplatz drauf? Genau, habe ich. Gut, gut. Ja, es ist halt einfach spannend, eine Person wie dich eben zu diesem Thema zu interviewen, weil du es gerade schon angerissen hast, weil du selber viele Berührungspunkte hattest. Jetzt hast du aus deiner Karriere berichtet, auf der Seite des Fußballers. Heute machst du ja was ganz anderes. Was ist letztendlich heute deine Aufgabe?
auch gerade in Bezug auf das Thema Absicherung im Profisport? Ja, ich habe dann nach 20 Jahren, also dann wie gesagt 14 Jahren aktiver Karriere und dann diese 4,5 Jahre mit 1 Jahr Pause, dann 4,5 Jahre, dann jetzt auf dieser Funktionärsebene, roundabout 20 Jahre Profifußball, einfach für mich gesagt, ich möchte mal einen anderen Bereich austesten, ne? Weil natürlich muss man auch sagen, dieser Familie, dieser Profibereich nicht familienfreundlich ist. Ich habe zwei kleine Kinder, der eine ist 6, der andere ist 4. Und ich möchte natürlich sie auch mit aufwachsen sehen. Ne? Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich orientiere mich jetzt mal ein Stück weit um. So, und dann kam halt dieses Angebot hier von Alpha Sports United, weil ich halt auch die Geschäftsführer schon sehr lange kenne, mittlerweile schon fast 10 Jahre. Das Unternehmen gibt 2007 und wir sind dann 2010 sind wir zusammengekommen dann, ne? Weil ich es vorhin gesagt hatte, ich hatte viele Verletzungen und sie waren dann einer meiner Berater, Betreuer, Partner, die mich dann auf meinem Weg dann auch begleitet haben und unterstützt haben. So, und da muss ich einfach sagen, ich hatte mich damals schon sehr gut aufgehoben gefühlt. Und jetzt kam halt die Anfrage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, hier auch im Unternehmen mit tätig zu werden. Und dadurch, dass ich halt alles selbst erlebt habe, Verletzungen, Rückschläge, Tiefschläge, ja, auch zu wissen, okay, habe ich wirklich ein gutes Produkt, ein Versicherungsprodukt, ja, hatte ich dann hier auch, weil ich natürlich hier auch gut vorbereitet wurde, was halt auch immer wichtig ist. Und dann habe ich für mich gesagt, ey, ich komme dazu. Ne? Und die Alpha Sports United besteht aus vier Säulen. Das ist einmal die Alpha Sports GmbH, der Support, dann die Alpha Sports Insurance und die Tax. Ja, da muss man dann so verstehen, dass der Support und die GmbH, die kümmern sich halt darum, dass sie aktive Profis und ehemalige Profis betreuen, wenn es um Arbeitsunfälle geht. Ja? Um dann, wenn es dazu kommt zu einem Arbeitsunfall, dann auch die Ansprüche gegenüber der Versicherung und dem Versicherer dann auch durchzusetzen. So, das ist das Hauptaufgabengebiet vom Support und von der Alpha Sports GmbH. Das machen wir für Sportler, machen wir aber auch für Nichtsportler. Also wenn ein Baggerfahrer von der Leiter fällt und sich das Schlüsselbein bricht, dann ist das ein Arbeitsunfall und dann kann auch der zu uns kommen und wir betreuen ihn dann, ja, dann in diesem Thema Arbeitsunfall. So, dann haben wir das Unternehmen, wie gesagt, gibt es seit 2007 und irgendwann haben dann die Entscheider festgestellt, ey, wir sehen so viele Policen, Versicherungen, wir sehen gute Sachen, wir sehen aber auch so viele schlechte Sachen. Warum gründen wir nicht auch eine Versicherungsabteilung? Und dann hatte man dann gesagt, okay, dass man dann 2014 dann gesagt hat, okay, wir machen auch die Insurance auf, um einfach als neutraler Versicherungsmakler auch die besten Produkte am Markt anzubieten und nicht abhängig zu sein von einem Unternehmen, sondern immer dann die Produkte rauszusuchen, die dann auch maßgeschneidert auf die Spieler passen. So, und danach hatte man dann noch gesagt, ey, jetzt sehen wir ja das, das und das sehen wir, aber gerade in diesem Steuerthema ist auch so viel Komplexität, Wirrwarr, ja, lass uns das auch noch gründen. Und dann hatte man vor 3 Jahren gesagt, alles klar, wir gründen noch die Tax und das hatte man dann auch gemacht, um mit dem Hintergrund, sich da auch auf professionelle Sportler zu spezialisieren. Und so sind halt diese vier Bereiche zustande gekommen und ich bin jetzt im Bereich Insurance dann mit dabei in der Geschäftsführung und versuche da mein Know-how, meine Erfahrungen mit reinzubringen. Und dadurch, wie gesagt, dass ich halt diese schwerwiegenden Verletzungen hatte, kann ich mich halt auch bestens in die Spieler reinversetzen, in die Eltern reinversetzen, auch in die Berater, um alle auch auf Augenhöhe zu sprechen. Und das Wichtigste da ist halt immer, ist halt Qualität. Ja? Und für mich war halt entscheidend, nach 20 Jahren Profifußball zu sagen, in dem Bereich, in den ich jetzt reingehe, dafür möchte ich auch stehen. Und ich kann hier zu 100% für dieses Unternehmen stehen und auch für das, was das Unternehmen halt abliefert und anbietet. Und so bin ich jetzt zu Alpha Sports gekommen. Also sehr interessant, was du einfach schon aus der Vergangenheit berichtest, wie dich das auch mitnimmt, wenn du darüber sprichst, und was dir das bedeutet. Also das merkt man auch schon, wie du darüber sprichst. Für mich wäre einfach auch nochmal wichtig, ich glaube, du hast es gerade schon so ein bisschen erläutert. Der Blickwinkel hat sich ja für dich auch so ein bisschen verändert zum Thema Absicherung, so ein abstraktes Wort. Absicherung im Profisport. Wenn du ganz jung in deiner Karriere stehst, du hast dann gesagt, du hast viele Verletzungen in deiner Karriere gehabt, da ändert sich ja auch ein Blickwinkel. Du hast jetzt natürlich viel schon erzählt aus dem Blickwinkel, aus deiner Erfahrung jetzt zum heutigen Zeitpunkt. Aber wie ist denn oftmals der Blick eines jungen Spielers? Das ist vielleicht auch ein Spieler, der im Nachwuchsleistungszentrum aktiv ist oder der vielleicht seinen ersten Profivertrag unterschreibt. Also oftmals ist das halt nicht der erste Blickwinkel, sich um dieses Thema Absicherung Profisport zu finden. Und was ist denn damals dein Gedanke dazu gewesen oder wie bist du auf dieses Thema gestoßen,
dass man gesagt hat, hey, da gibt es noch etwas, das musst du während deiner Karriere auf jeden Fall beachten? Ja. Sehr gute Frage, weil es ist, glaube ich, auch eine extrem wichtige Frage, weil da liegt dann halt auch in meiner jetzigen Erkenntnis auch absolut die Verantwortung, weil alle Jugendspieler haben ja irgendwo schon auch Berater. Ihr seid auch eine Berateragentur. Und ich glaube, dass da die Hauptaufgabe liegt, da die Jungs dementsprechend auch in diesem Segment auch zu beraten, ja, und dann auch Empfehlungen auszusprechen. Weil ich muss sagen, ich hatte damals, meinen Berater hatte ich von meinem 17. Lebensjahr bis zu meinem Karriereende. Aber für meinen Berater war das damals so, das war nicht das 1A-Thema. Ne? Er sagte, also, okay, ja, habt da jemanden so und so. Das war jetzt aber nicht im Vordergrund dieses Thema. Ich muss auch sagen, dass ich halt zum Anfang auch Glück hatte mit Verletzungen. Ich war mich erst zum Ende meiner Karriere verletzt, aber es kann natürlich auch andersrum laufen. Ich sag dir, wie es bei mir war. Also ich hatte dann der Frankie Greiner, kennt man ja in Wolfsburg. Frankie hatte damals einen Kumpel, Bernd Wohlleben. Der hatte unter anderem auch Versicherungen gemacht und irgendwie, wie das in so einer Kabine dann ist, irgendwann schnappst du das mal auf. Oh, ich mach Versicherung. Hey, hast du jemanden? Nö, ich habe keinen. Ah, ich schicke dir mal jemanden vorbei. Dann hat er mir jemand vorbeigeschickt. Meine Eltern kannten sich damit auch nicht wirklich aus, auch nicht in diesen Summen. Ne? Ich war vorher gesetzlich versichert in Magdeburg noch, also hatte da keine private Versicherung. War gesetzlich versichert, hat dann in Wolfsburg dann gutes Geld verdient, dann auch relativ schnell als junger Spieler. Und dann kam der, hat mir da was vorgelegt und ich sage dir ganz ehrlich, ich habe es noch nicht mal gelesen. Ich habe es einfach unterschrieben, weil ich da dem vertraut habe. So, ah, das ist ein Kumpel von Frankie. Boah, der wird mir jetzt hier schon keinen Bockmist anbieten. So, ne? Und klar, meine Eltern haben sich dann nochmal mit durchgelesen und nach deren Verständnis hat sich alles schlüssig angehört. Und dann hatte ich das einfach unterschrieben. So, ich einfach sage, und mit meinem jetzigen Wissen ist das eigentlich fatal. So, ne? Der Bernd, das war zum Glück ein sehr guter Typ. Also, und hatte mir dann da halt auch was Ordentliches angeboten und hingelegt. Aber ich sage ganz ehrlich, es gibt einige gute, es gibt aber auch viele schlechte, die einfach da auch an ihr Wohl denken und auch an ihre Tasche denken, wenn es darum geht, dann halt auch davon zu partizipieren und Geld zu verdienen damit, mit den Abschlüssen und allem drum und dran. Und deshalb ist es da einfach wichtig, jemanden zu haben, der sich damit auskennt, weil am Ende, das interessiert keinen jungen Spieler. Wenn du da so eine Police bekommst mit 30 Blättern, das liest gar keiner durch. So, ne? Weil das sind doch alles böhmische Dörfer. Also wenn die Jungs das lesen, sagen die, tun mir gefallen, ich will jetzt PlayStation spielen oder ich will jetzt hier ins Inkognito nach Celle fahren. Nur für die, die aus der Nähe von Wolfsburg kommen. Die kennen das ja. So, ne? Lass mich in Ruhe mit dem Scheiß, auf Deutsch gesagt. Und deshalb ist es da einfach brutalst wichtig, auch jemanden zu haben, der auf die Wichtigkeit hinweist. Vielleicht dann dem Spieler oder den Eltern. Ne? Aber und da sehe ich die Hauptverantwortung bei den Beratern, dass sie einfach da halt auch diesen Weitblick haben, um da auch zu gucken, was sind die richtigen Produkte auch für den Jungen. So, und dann nicht zu gucken, oh, kann ich da 10 Euro sparen oder da, weil am Ende geht es, bei Versicherungen geht es um Bedingungswerk. Weil du siehst nur, ob du eine gute Versicherung hast oder nicht, wenn es darum geht, wenn du verletzt bist und wenn dann im Schadensfall auch jemand bezahlt. Weil ich kann natürlich, ich kann mich versichern. Die Frage ist nur, versichere ich mich gut oder schlecht? Und da sollte man dann nicht auf jeden einzelnen Cent gucken, sondern darauf gucken, ja, wie ist das Bedingungswerk gestrickt und wie bin ich im Worst Case abgesichert? Also, das macht das Thema jetzt ja auch rund und das, du hast es gerade schon gesagt, du legst da auch so ein bisschen die Verantwortung in Richtung der Berater. Das ist etwas, was wir als Players Factory uns auch auf die Fahne geschrieben haben und dahin geht ja auch diese Reihe, so nenne ich es jetzt mal, Erfolg beginnt im Kopf, weil wir uns eben nicht nur rein um das Thema Vermittlung von Spielern beschäftigen, sondern bei uns ist das Thema halt sehr, sehr wichtig, vollumfänglich einen Spieler zu unterstützen, um ihn bestmöglich in die Situation zu bringen, dass er seine Leistung am Ende auf dem Platz abrufen kann. Und das ist das Wesentliche. Und wir merken es immer wieder, und du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, viele Spieler, auch gerade junge Spieler, denen fällt es schwer, dieses Verständnis natürlich dafür zu bekommen, weil dann kommen die Policen. Und das ist einfach unsere Aufgabe, da diese Beratung einfach in Fachhände zu geben. Und deswegen sagen wir, wir wollen es nicht selber machen. Und ich habe selber auch Versicherungs-Know-how, weil ich gelernter Bankfachwirt ja auch bin. Also ich Sehr kann auch gut. schon das Thema bewerten. Aber für uns ist es wichtig, Fachleute im Hintergrund zu haben. Und deswegen vertrauen wir auch auf eure Expertise und genießen letztendlich auch die Zusammenarbeit. Denn
Eins ist ganz wichtig und du hast auch gerade gesagt, dass du hast am Anfang wenig Verletzungen gehabt, aber es gibt auch viele Vorteile, sich präventiv mit diesen Themen zu beschäftigen und nicht erst dann, wenn es zu einem Leistungsfall kommt. Und vielleicht gehen wir mal so ein bisschen auf die Risiken oder auf die Gefahren ein, die vielleicht entstehen können, wenn ich dieses Thema gar nicht betrachte während meiner Karriere und vielleicht dann wirklich mal in die Situation komme, ich verletze mich schwer, ich habe einen Kreuzbandriss. Also welche Gefahren, welche Risiken gibt es eigentlich, um das mal plakativ für den Spieler darzustellen? Ja, die Hauptgefahr ist natürlich, dass du dich halt, ja, nehmen wir mal ein Beispiel. Spieler spielt in der Regionalligamannschaft, macht das gut, kommt dann in die zweite Liga, spielt da auch noch ordentlich, gibt ja beste Beispiele, gerade Wolfsburg hat ja eine gute Nachwuchsmannschaft, kommt dann der nächste, keine Ahnung, ob das Stolze, Just waren, Stach, gehen dann zu den Zweitligisten, spielen da, Seguin, gibt es ja ganz, ganz viele, schaffen dann den Sprung mit 25, dann in den ganz großen Fleischtopf, in die erste Liga. Auf einmal hast du einen Erstligavertrag und beim ersten Training holst dich einer um und dann auf einmal Kreuzbandriss. So, was passiert dann? So, hast du dann noch nicht die Beratung dann gehabt und bist du dann vielleicht gar nicht gut abgesichert? Ja, was passiert denn? 6 Wochen zahlt der Arbeitgeber. So, und dann musst du selber versichert sein. Wenn du das nicht bist, kriegst du nach 6 Wochen kein Gehalt mehr. So, und das wissen ja die meisten schon mal gar nicht. So, und da liegt mal eine Hauptgefahr, dass du zumindest die Grundbasis sollte abgesichert sein, weil am Ende müssen wir alle irgendwo Geld verdienen, damit wir uns gut ernähren können, dass wir essen können, damit wir ja die Wohnung zahlen können. So, und wenn du dann aber, wenn du verletzt bist und wenn du dann noch den mentalen Druck hast, oh, jetzt verdiene ich kein Geld. Was passiert denn jetzt? Ja, was denn dann? Dann wird es ja ganz schwer, wieder zurückzukommen in diesen Flow zu sagen, oh, jetzt konzentriere ich mich aber nur mal auf die Reha und auf das, dass ich wieder spielen kann. So, und das ist natürlich die absolute Hauptgefahr, dass du in diesen finanziellen Druck gerätst, zu sagen, ich muss jetzt irgendwo Geld verdienen, aber ich verdiene es nicht mehr durch meinen Arbeitgeber. Ich habe doch eigentlich jetzt hier einen Vierjahresvertrag mit, sagen wir mal, 800.000 Euro Jahresgehalt. Aber ups, bekomme ich ja gar nicht, bekomme ich ja nur 6 Wochen mein Monatsgehalt. So, und das ist natürlich eine Riesengefahr und da das ist auch die Hauptgefahr, die besteht. Ne? Oder du bist halt gesetzlich versichert, kannst dir aber eigentlich eine Privatversicherung leisten. So, jetzt verletzt du dich aber mit einer speziellen Verletzung. So, und willst dann zu einem Spezialisten, der dich operiert. Aber dieser Spezialist nimmt nur Privatpatienten. Weil heutzutage die meisten Top-Ärzte nehmen hauptsächlich nur noch Privatkunden. Oder du musst es dann halt selber zahlen. Aber wenn du Regionalligaspieler, Oberliga, Jugendspieler bist, was auch immer, dann ist es natürlich so, dann verdienst du ja nicht Unsummen. So, und wenn du dann nur für eine OP vielleicht mal 20.000 Euro hinlegen sollst, boah, dann guckst du auch erstmal aus der Wäsche. Deshalb ist es einfach wichtig, da halt auch diese ärztliche Kompetenz dann in Anspruch nehmen zu können. Und das kann ich dann halt, wenn ich privat versichert bin. Ne? Weil ja da oft dieser Trugschluss ist, oh, Privatversicherung ist zu teuer. Muss nicht sein. Weil, wenn du natürlich vorausguckst, es gibt Produkte, wo du zum Beispiel Sachen absichern kannst. Nehmen wir mal jetzt einen Jugendspieler. Ihr betreut ja auch viele Jugendspieler. Jetzt sagen wir mal, ein Spieler, der ist 16 Jahre. Es gibt ein Produkt, das heißt Become a Pro. Da kannst du den Gesundheitszustand einfrieren. Also kann jetzt der 14- oder 16-Jährige kann seinen Gesundheitszustand einfrieren. Das heißt, man macht einmal eine ärztliche Untersuchung. Dafür zahlst du monatlich dann deinen Beitrag für diese Become a Pro von 14 Euro. Ist jetzt echt nicht viel. Du sicherst aber diesen Gesundheitszustand von deinem 14. Lebensjahr ab. Und wenn du dann mit 18, 19 in die Bereiche kommst, wo du richtig Geld verdienst, dann kannst du auf diesen Gesundheitstest dann zurückgreifen und der ist dann die Grundlage für auch für die Bemessung deiner privatärztlichen Versicherung. So, jetzt spielen wir das Spiel mal anders weiter. Der Spieler verletzt sich mit 16 und kriegt einen Kreuzbandriss. Und mit 18 haut er sich immer die Schulter raus, wird aber trotzdem dann Profi. Dann kann es dann sein, dass dann die Versicherung, die private Versicherung sagt, du hast so viel Vorschäden, wir versichern dich gar nicht. Oder wir versichern dich, aber du zahlst mal richtig obendrauf und top, weil das Risiko viel höher ist, weil du schon Vorschäden hattest. Also das ist ein ganz einfaches Beispiel zu sagen, man kann auch im Vorfeld sich gut absichern. Ja, und es gibt auch Produkte, die auch bezahlbar sind und die vor allen Dingen Sinn machen. So, und das ist einfach wichtig, dass du da halt auch kompetente Leute an deiner Seite hast.
Ne? Weil am Ende, klar, kannst du sagen, boah, ja, sind jetzt 15 Euro im Monat. Aber die Gefahr zu sagen, ich komme vielleicht später nicht in die Private rein, wo ich dann die Ärzte bekomme, das Krankentagegeld absichern kann, die ist ja viel größer. Und vor allem hängst du dann da, was wir schon gesagt haben. Ne? Und ja, so könnte man da noch immer weiter tiefer, tiefer reingehen. Aber ich glaube, diese Grundaussage ist einfach, die Gefahr ist halt, dass du einfach das, was du dann wirklich gerne machst, dass die Gefahr besteht, dass du es dann nicht weiterführen kannst, weil du es nicht absichern kannst und weil du dann auch finanziell davon dann nicht mehr dann leben kannst, ne? Wenn du dann zu viele Verletzungen dann hattest. Und dann ist es einfach wichtig, dann da auch gut abgesichert zu sein. Man merkt ja selber so aus Beratersicht, dass du das auch immer wieder mit Beispielen aus unserer Praxis auch belegen kannst. Also auch wir haben Spieler in unserem Portfolio, die vielleicht genau durch solche Phasen gegangen sind, ja, und vielleicht wirklich auf der Karrieretreppe richtig angestiegen sind und dann eben einfach schwere Verletzungen dazugekommen sind. Aber, und das ist dieses Beispiel des Eisbergs. Hier wird es halt komplett deutlich, weil das wird halt nicht gesehen. Also diese Gefahren, da will man sich auch gar nicht mit beschäftigen, weil man hat einen Fokus, man ist Optimist, man sieht die sportliche Thematik. Und deswegen ist das nochmal für uns, das unterstreichen wir auch, für uns ist das ein Baustein für seine Leistungsfähigkeit. Und das ist eben ein wichtiges Thema, unter anderem, wie auch das Thema mentale Stärke. Und von daher finden wir das sehr, sehr spannend. Und du hast es gerade auch gesagt, wir wollen diese Themen auch in Fachhände legen. Ne? Jetzt hatten wir ja schon viel über einzelne Produkte auch immer mal gesprochen. Was sind denn für dich, wenn ich jetzt Spieler bin und sage so, was ist denn für mich so ein Must-Have? Also was sind so die absoluten ja, Prio-Produkte, die du empfehlen würdest für einen Spieler, der vielleicht eine Laufbahn geht, die du gerade beschrieben hast? Also das Wichtigste ist immer die private Krankenversicherung, dass du da natürlich da einfach dann auch den Zugriff dann auch hast auf diese Top-Ärzte, aber auch auf die finanzielle Absicherung, weil über diese private Krankenversicherung kannst du natürlich dann auch das Krankentagegeld dann dementsprechend anpassen zu dem, was du verdienst. Weil natürlich kriegst du von der BG dann, wenn es dann ein Berufsunfall ist, bekommst du einen bestimmten Betrag, aber wenn wir dann in den Summen sind, die du halt im Profibereich verdienen kannst, dann musst du eine zusätzliche Versicherung abschließen, damit du auch das Krankentagegeld hast. Also diese private Krankenversicherung ist wichtig. Ich würde halt immer noch eine private Unfallversicherung mitempfehlen. Ja, dass wenn du dir, keine Ahnung, brichst dir das Bein, dass du zumindest nochmal Betrag X dann bekommst. Und was aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht auch wichtig ist, ist natürlich die Berufsunfähigkeit, Sportunfähigkeitsversicherung, BU, Berufsunfähigkeitsversicherung. Ne? Weil da kannst du nochmal Betrag X sagen mir, du bist gerade in jungen Jahren und sagst, okay, deine Karriere hast jetzt einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben, Betrag X, da kannst du natürlich auch Millionenbeträge absichern, zu sagen, okay, ich versichere jetzt mal hier meine Berufsunfähigkeit auf 1 Million, 2 Millionen. Kostet natürlich im ersten Moment, kostet das, aber du kriegst natürlich dann auch Geld, wenn das dann nicht mehr funktioniert. Aber wir reden nicht nur von den Top-Summen, wir reden natürlich auch für einen Regionalligaspieler, für einen Drittligaspieler, für einen Zweitligaspieler. Man kann auch sagen, ich sichere mir 200.000, 300.000 € ab, um halt einfach bei einer Berufsunfähigkeit dann halt auch Betrag X zu bekommen. Und man darf nicht vergessen, es geht nicht nur immer darum, dass dich mal einer fault oder dass du falsch auftrittst. Es geht auch darum, Gott bewahre, aber ich fahre mit meinem Auto mal, bin kurz abgelenkt vom Handy und fahre gegen den Pfeiler und quetsche mein Knie ein und kann dann nicht mehr Fußball spielen. Auch das nennen wir Berufsunfähigkeit, ne? Ja, die Basiselemente, die sind ja klar und am Ende geht es dann darum, nochmal zusammengefasst, es ist die Sportunfallversicherung, die private Krankenversicherung und die Sportinvaliditätsversicherung. Und im Endeffekt muss ja das Gesamtpaket stimmen. Ja? Und natürlich kann man sagen, okay, man legt auf das eine mehr Wert, auf das andere mehr Wert, aber auch gerade diese Basiselemente, der privaten Rechtsschutzversicherung oder der Haftpflicht oder der Kfz-Haftpflicht, also das Gesamtpaket, das sollte passen und wenn dementsprechend, wenn das so ist, dann ist man gut aufgestellt. Ja, da wir jetzt zum Ende des Gesprächs kommen, nochmal die wichtigste Frage auch für die Zuhörer. Was kannst du im Fazit denn den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben zu dem Thema Absicherung im Profisport? Ja, im Fazit ist es, glaube ich, relativ einfach. Also ein Thema, was vielleicht im ersten Moment nicht so wichtig erscheint, was nicht so sexy ist, sich aber trotzdem damit auseinanderzusetzen, weil es einfach eine Wichtigkeit hat, die man so im ersten Moment nicht sieht. Weil gerade wenn man dann seinen Weg auch von Anfang an gehen möchte
und da perspektivisch auch erfolgreich sein möchte, sollte man gerade diese nebensächlichen Sachen, die im ersten Moment nebensächlich sind, die sollten passen, die sollten halt auch Struktur haben, damit man sich das Wesentliche, und das ist halt für die Sportler, für die Akteure, halt ist es das Fußballspielen, dass sie sich darauf konzentrieren können. Und da sollte sich halt jeder, so wie er es für sich sieht, halt auch die Spezialisten raussuchen. Und es gibt unterschiedlichste Spezialisten. Es gibt den, jeder macht das auf seine Art und Weise sicherlich gut. Aber wichtig ist, dass man dann halt auch im Gesamtpaket dann dementsprechend so aufgestellt ist, dass wenn im Bedarfsfall was passiert, dass man dann halt auch dann darauf zurückgreifen kann. Dementsprechend drücke ich halt den Zuschauern und Zuschauerinnen da die Daumen, dass sie da die richtigen Entscheidungen treffen, weil es passiert schnell, dass man mal die falsche Entscheidung trifft. Man sollte einen Fehler, das man einmal machen, aber ein zweites Mal nicht. Von daher toi 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 und ja, vielen Dank, dass ihr dann halt auch oder dass ihr halt zugehört habt. Das möchte ich genauso wiedergeben. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier eben an diesem Podcast bzw. an diesem Interview teilzunehmen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir als Person Mike Franz. Ich denke, da haben wir eine wirklich sehr, sehr schöne Person gefunden, die das Thema perfekt auch mal darstellen kann, weil du viele Erfahrungen gesammelt hast. Ja, und am Ende möchte ich mich auch bei der Alpha Sports United bedanken. Und wir arbeiten gerne mit euch zusammen. Wir wünschen uns eine langjährige Zusammenarbeit. Und ich freue mich, bald wieder mal in den Räumen hier zu sein und bedanke mich. Dankeschön.